Nach der Ballsaison ist es Zeit für den vielleicht wichtigsten Ball im Jahr, den Dancer Against Cancer Frühlingsball. Seit 14 Jahren organisiert von einer äußerst engagierten Lady. Die Motivation kam aus einem persönlichen Fall. Eine Freundin ist an Krebs gestorben mit knapp über 30, wo man einfach nicht dran denkt, wo man sich denkt, die wird eh wieder gesund, die ist viel zu jung. Sehr persönliche Geschichten hatten an diesem Abend alle zu erzählen. Vom Hauptsponsor, der seinen Vater an Krebs verlor, danke, Papa, bis hin zu Hollywood-Star und Stuntman Douglas Farrell. Krebs, schau dir nur an, was er den Menschen antut. Ich habe meinen besten Freund begraben müssen und so etwas will ich nie wieder erleben. Und wenn dieses Interview noch lange weitergeht, dann beginne ich zu heulen. Lachen und Spaß haben sollte genau deshalb das Motto des Abends sein. Was war die Challenge heute Abend? Nicht umfallen. Ich fühle mich schon eher wie ein Elefant, nicht mehr wie eine grazile Tänzerin. Ja, meine Güte, die Zuschauer sollen es auch lustig haben und noch lustiger wäre es gewesen, wenn es auf die Fresse gehaut hat. Wir haben Onkologen gesagt, dass die positive Einstellung der Patienten und Patientinnen entscheidend sein kann beim Heilungsprozess. Lachen ist mit Sicherheit eine gute Medizin. Das kann auch My Aid Award-Gewinnerin und ehemalige Krebspatientin Laura bestätigen, die gestern von ihrem Freund einen Heiratsantrag bekam. Die beiden erwarten im Mai ihr erstes Kind. Ich bin Gott auf Knien dankbar jeden Tag. Wir haben natürlich auch einige Untersuchungen gemacht, ob es der Kleinen gut geht und so. Sie ist kerngesund und da sind wir so glücklich drüber. Und wenn sie da ist, dann ist unser Leben komplett.